Hörspiele Deutschland und Alexander Hamm wünschen dir jetzt viel Spaß beim Hörspiel. Über ein Abo und ein Like würden wir uns freuen. Ein sonniger Nachmittag in Chicago, Illinois. Auf dem Gelände einer Industrieruine parkt ein Truck mit geöffnetem Trailer und drei zwielichtige Gestalten begutachten die geladene Ware. So ein Spitzenlaster. Hängt eine Menge Kohle drin. Ja, okay, aber weißt du, ich will nicht das. Jungs, quatsch euch keine Risse in die Lippen. Ich hab keine Lust, hier noch rumzuhängen. Sitz mir in den Arsch breit, erzählt mir was. Ich heiße doch nicht in Frack, Kleiner. Hör auf mit dem Gelaber und sieh dir das erstmal an. Na, was ist das? Absolut saubere Ware, scharfe Stängel, gibt's keine Probleme mit. Da fahren die Jungs voll drauf ab. Seht ihr das hier? Wisst ihr, was das ist? Ha? Die offizielle Steuerbanderole, saubere Sache. Seht ihr, saubere geht das gar nicht. Also läuft hier was oder wie sieht's aus? Warum hilfst du die Leute nicht? Ich mach selbst das Geschäft, wenn's so wahnsinnig einfach ist. Natürlich ja, Mann. Aber ich bin nicht aus Detroit, weißt du? Ich kenn kein Schwein in der Stadt, das so einen Riesenjob unterbringen kann. Aber ich hab gehört, ihr habt alle Drähte in der Hand. Ich meine, Kacke, ich bin Geschäftsmann. Ich setz mich jetzt hin, macht, was ihr wollt. Ich sag dir, ist gar nicht so leicht, das Zeug abzustoßen. Weiß ich auch, aber ich bin Geschäftsmann, weißt du, Mann, ich kenn mich da aus. Ich will hier Geschäfte machen. Okay, dann schmeiß schon mal die Maschine an, dann helfen wir uns. Siehst du, Mann, davon rede ich doch die ganze Zeit. Kerlchen, alles klar, Mann, mir. Werde ich nicht vergessen. Hey, Onkel, warte mal, nicht so hetzen jetzt. Ich habe hier für 2 Millionen nasse Lappen in der Hand, aber nicht für 5. Zeig mal her, lass mal sehen. Das Geschäft für über 5.000, das nächsten 2.000, kannst du selbst nachzählen. Weißt du, was kotzt mich wirklich an? Ich selbst habe meinen Jungs gesagt, dass es 5 sein müssen. Und was ist das? Sieh dir diesen Müll an. Die haben uns gelingt. Nein, sie haben dich gelingt. Ich will mein Geld von dir machen. Diese Ratten, ich sag dir, du kannst dich heutzutage auf niemanden mehr verlassen. Hör zu, ich will dir was sagen. Wir wollen uns ja jetzt hier nicht in die Wolle kriegen. Ich schraub dir die 2 Riesen rein und bei der nächsten Ladung. Ich meine, du hast mein Wort drauf, dann mach ich's gerade. Ja, Mann, ich bin doch nicht beknackt. Ich meine, das kannst du mit Kakerlaken machen. Das ist doch Hühnerkot. Ich will die 5.000 Dollar, nicht die 2.000er Scheiße hier. Kannst du nicht mit mir machen? Junge, jetzt musst du aber mal vernünftig werden. Du redest ja nicht mit irgendeinem Eierdieb. Das ist doch eine Idiotenunterhaltung. Was denkst du denn, Mann? Ich meine, hör mal, ich will. Okay, ich kann es auch noch mal ganz langsam sagen. Hör zu, ich brauche 5.000 Dollar, Lise, von meinen Lippen. 5.000 Dollar und kein Stück weniger. Das hier ist Mist, Mann. Damit kann ich nichts anfangen. Also, wenn du wirklich so ein Riesenarschloss sein willst, dann klemm dir den ganzen Quatsch in deinen Arm und zieh's dir selber rein. Ich brauche aber keine Lucky Strike. Ich brauche seit 20 Jahren King-Size. Ich kann die Preise aus dem Hut machen, Mann. Oh, Mann, es stinkt. Wann hätten wir dir Geschäfte zu machen, Kleiner? Wir sehen uns dann irgendwann. Hey, Freundchen, was machst du denn hier? Oh, Jungs, wenn ihr wüsstet, was hier gerade passiert ist, ihr würdet es nicht glauben. Echter Irrsinn. Der Laster, ich denke, er fährt, da bleibt er stehen. Einfach so aus heiterem Himmel. Habt ihr ein Kabel, Jungs, damit wir das Ding starten können? Hey, kenn ich dich nicht von irgendwoher? Nein, Mann, unmöglich. Ich bin aus Buffalo. Könnte ich vielleicht mal eure Ausweise sehen, Jungs? Mann, jetzt aber weg hier, verdammte Scheiße! Während der gestreifte Wagen aufgetaucht ist, hat sich einer der dunklen Männer in das Führerhaus gemogelt und der andere nimmt soeben die Beine in die Hand. Der dritte stellt gerade fest, dass das nicht sein Tag ist. An den Transportsicherungsketten hängt er hinter dem offenen Trailer und erlebt die Fahrt seines Lebens. Der Fahrer macht sich einen Spaß daraus, eine Schneise der Zerstörung durch die Stadt zu ziehen. Aber auch der größte Spaß hat schließlich ein Ende und für die beiden im Truck endet es als dann mit einer Verhaftung. Nicht furzen, Arschloch! Nach seiner Kettenkarussellfahrt krabbelt der Typ mit einem entwaffnenden Grinsen aus dem Anhänger. Volle, wir hätten es wissen müssen, dass du es bist. Hey, Axel, immer haben die anderen schuld, was? Ich habe heute keine Zeit für dich, Jeffrey. Hey, Todd sucht dich, er ist unheimlich sauer. Weißt du, was er gesagt hat? Das ist der übelste Mist, den du jemals gebaut hast. Ich persönlich bin eine andere Meinung. Er ist nicht da drin. Ja, kann ich auch sehen, Jeffrey, danke. Hör mal, ich meine, wenn du die Typen festgenagelt hättest, dann wäre er jetzt nicht so sauer. Sag mal, stimmt das, du bist beim Streit um die Kohle erwischt worden? Ja, mal 2000 Dollar war einfach ein Lacher. Die hätten sofort geschnallt, dass ich ein Bulle bin. Ich bin schon vorgekommen, aber nein, da kommen diese idiotischen Frauen in den Schrauben und vermasseln mir nicht da. Ich meine nur, das ist ja nicht meine Meinung. Ich sage nur, wenn du die Typen festgenommen hättest, hätte es besser ausgesehen. Das ist alles, was ich sage. Wo willst du denn jetzt hin? Ich schnapp mir meinen Krempel und dann hau ich ab. Um Himmels Willen, Mann, mach doch keinen Blödsinn. Darf ich dir einen Rat geben? Nein. Weißt du, was ich an deiner Stelle tun würde? Ich würde da reingehen und mit ihm reden. Er wird gleich wieder da sein. Lass mich zufrieden, ja? Sonst knall ich dich ab. Klar, ich habe keine Zeit. Aber weißt du, was ich an deiner Stelle täte? Junge, ich höre dir einfach zu. Okay, ich höre gar nicht hin. Du machst alles nur noch schlimmer. Oh, hey, danke, Jungs. Na, das ist mein starker Empfang. Danke sehr. Hey, Axel, hast du eine Zigarette? Lass euch das Komiker auftreten. Das versuche ich dir zu erklären. Das ist kein Geheimnis. Jeder weiß von dir und dem Lastwagen. Ich will dir meinen Zuhörer. Kannst du es dir nicht leisten? Immer und immer wieder. Gar nicht kindisch. Ich höre mir zu, er quatscht aber immer noch. Sag mal, merkst du nicht, dass ich dir nicht ich zuhöre? Ich finde es widerlich, wenn du das machst. Dann hör doch einfach auf. Es ist kindisch. Ich stelle eine Folie hier drin. Oh, Scheiße. Ah, da ist er ja. Die Show kann beginnen.
Hey, Boss, bevor Sie anfangen... Würden Sie wohl die Freundlichkeit besitzen, mir zu erzählen, wie Sie dazu kommen, ohne Vollmacht von mir vorzugehen? Was zum Teufel soll das bedeuten? Wollen Sie den anderen hier so eine Art Cowboy vorspielen oder was? Dann machen Sie das gefälligst in einem anderen Revier. Wollen Sie sich nicht mal meine Version Und was ist Ihre verdammte Version? Los, reden Sie. Erzählen Sie erst Ihre verdammte Version. Axel, ich lasse mir diesen Müll nicht mehr länger von Ihnen bieten. Wissen Sie eigentlich, was dieser kleine Spaß die Stadt kostet? Ich glaube nicht, dass Sie so sauer wegen der Kosten sind. Ich glaube, worum es Ihnen vielmehr geht, ist meine eklatante Missachtung der Vorschrift. Damit haben Sie verdammt recht, Sie Klugscheißer. Der Bürgermeister hat den Chief angerufen, der Chief den Deputy Chief und der hat mich gerade zur Sau gemacht. Ich fühle mich, als wäre ich durch eine Klake gezogen worden. Woher zum Teufel hast du überhaupt diese Lastwagenladung Zigaretten bekommen, hä? Da war diese Dearborn-Geschichte, Sie wissen doch. Dearborn? Der Laster ist schon letzte Woche geklaut worden. Und er sollte eigentlich auf dem Beschlagnahmegelände stehen. Ich wollte es Ihnen ja gestern sagen, Sir. Jeffrey, Sie halten sich da gefälligst raus, Das ist ja gar nicht mein Schrank. Hören Sie zu, Axel. Ich will sowas nicht nochmal erleben, klar? Sie sind ein guter Junge, ein hervorragender Polizist, aber Sie sollten nicht immer übertreiben. Ich habe es echt satt, jedes Mal meinen Kopf für Sie hinzuhalten. Nochmal so eine Nummer und Sie landen auf der Straße. Haben Sie das kapiert? Sie, ich will nur wissen, haben Sie das kapiert? Hab ich. Boss? Ich finde nicht, dass Sie aussehen, als hätte Sie einer durch eine Kloake gezogen. Nehmen Sie mich nicht auf den Arm, Axel. Nicht jetzt. Hauen Sie ab. Gehen Sie nach Haus. Mit seinem sozusagen patinierten Klassiker kutschiert Axel Foley nach Hause. Nur um festzustellen, dass die Wohnungstüre bereits offen steht. Was ist los? Alles klar? Alles klar. Ich sehe, du brichst immer noch in Häuser von Leuten ein. Na, was glaubst du denn? So ein Schloss mache ich mit dem Zahnstocher auf, aber mit dem abgebrochenen. Ich brauche kein besseres. Ich habe meine Kanone. Damit puste ich den Elefanten weg. Hör mal, soll nicht die Stromrechnung umbringen? Mach den Eisschrank zu. Da sind Lebensmittel und all so ein Zeug drin. Das fängt an zu stinken. Hey, Mann, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, Mann, wann bist du rausgekommen? Schon vor über 6 Monaten. Du bist vor 6 Monaten rausgekommen und besuchst mich erst jetzt? Woody hat mich ein Jahr früher rausgeholt. Du weißt, wegen guter Führung. Und dann bin ich ab nach Kalifornien wegen der Sonne. Mann. Warte, ich will dir was zeigen. Ich hab dich 2 Jahre lang nicht gesehen. Was hast du da drin? Ein paar belegte Brote aus dem Knast? 10.000 deutsche Mark. Deutsche Mark? Ja. Was ist das? Schuldverschreibung. Das sind Schuldverschreibungen. Weiß kein Schwanz woher. Geklaut? Nein, also ich... Ich will das nicht hören. Tut mir leid, dass ich dich gefragt habe. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich hab dich vermisst, Mann. Ja. Hast mir gefehlt. Man setzt die Unterhaltung in einer verräucherten Bar beim Billard fort. Was hast du in Kalifornien so gemacht? Hab gearbeitet. Wo gearbeitet? Rate. Keine Ahnung. Komm, erzähl's mir schon. Beverly Hills. Was hast du gemacht? Du wirst es nicht glauben, Mann. Was? Ich war ein Sicherheitswächter. Ah! Ja. Zum Geier stellt einen wie dich als Wächter ein, oder? Jenny Summers. Jenny Summers? Mhm. Oh Mann, ich hab Jenny schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Was treibt sie so? Oh Mann, der geht's absolut riesig. Sie ist Managerin von so einer Kunstgalerie, die Holly's Benton Kunstgalerie, draußen in Beverly Hills. Ist echt weltberühmt, kennt jedes Schwein, weißt du? Schon davon gehört? Ja, ich kaufe da all meine Gemälde. Die Nummer 8 in die Ecke, 2 Banden. Ein 15, dass du es mit einem Stoß nicht schaffst. Ein Lacher. Okay, 100. Ist klar, Mann. Hast du 4 Jahre dran geübt, hä? Ist immer noch genauso clever wie früher. 20, 40, 60, 80. Hier, nimm in den Schmutz. Kauf dir einen Känguru. Wenn du mal wieder willst, jederzeit. Ja, Mann! Lach dir doch einen Ast, hä? Schnuller, hast du Zeit? Mach 2 Scotch mit Soda. Ich hab ne Riesenidee. Ne Wahnsinnsidee. Lass uns ein Auto klauen. Ist das dein Ernst? Mhm. Hör mal, ich bin ein verdammter Bulle, ich kann keine Autos klauen. Das läuft nicht mehr, was ist los Na mit und? Dir? Na und? Weißt du noch damals, als wir dieses... Was war das? Ein verdammter Kerl, ey. Ich dachte, ich werde irgendwie bis zu Hause auf dem Highway. Und irgendwie hatten wir dann Platten. Ja, und dann haben sie dich in den Knast geschaufelt, weil du Shit drin hattest. Quatsch, das war kein Knast, das war eine Erziehungsanstalt. Das sag ich doch, wenn du 15 bist, ist das dasselbe wie Knast. Oh nein, nicht wie im Knast, Mann. Das ist wie ein Zeltlager verglichen mit dem Knast. Wieso hast du mich eigentlich nicht verpfiffen, als sie dich geschnappt haben? Warum hast du ihnen kein Wort gesagt? Das weißt du nicht? Wirklich nicht? Nein. Weil ich dich liebe, Mann. Ach,
Nochmal eine Runde, ja? Bleib mal so stehen, Mike. Ich mach die Tür auf, okay? Bleib, aber nicht umfallen. Bleib, kannst du es halten? Bleib, geht's so? Okay? Ich mach jetzt die Tür auf, okay? Und los geht's. Schön stehen bleiben. Doch schlagartig steht auf einmal Axel nicht mehr. Hey, Mikey. Wo bist du gewesen? Was hast du da, Mike? Was willst du, Zack? Ah, was ist das? Deine dreckige Wäsche? Ich schwöre dir bei Gott, Zack, ich wollte es zurückbringen. Hast du dich verirrt? Nein, 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 ich wollte nur einen Freund besuchen und ich hatte sie bei mir. Ha. Ich dachte, das weißt du. Was soll das? Was glaubst du, was ich jetzt mit dir mache, Mikey? Zack, es war eine verdammte Schachtel voll davon. Ja, verdammt, ich hab mal reingegriffen. Ich dachte nicht, dass jemand was vermissen würde. Ich dachte, ich nehme einfach ein bisschen was. Halt die Fresse. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Halt das Maul jetzt. Mann, bitte. Halt's Maul, Mikey. Ich schwöre dir, wenn ich jemals wieder deine beschissene Fresse da draußen sehe... Das wirst du nicht, ich verspreche es dir, glaub mir. Jemals. Du hast mein Wort, Mann, ich verspreche es dir wirklich. Tut mir leid, was ich gemacht habe. Okay. Es tut mir leid. Okay, niemals wirklich, wieder. Nie wieder. Okay. Wirklich nie. Okay. Als Foley wieder aufwacht, ist sein Freund tot und die Angreifer natürlich über alle Berge. Axel, habe ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie ins Krankenhaus gehen und die Beule auf Ihren Kopf untersuchen lassen sollen? Mein Kopf ist in Ordnung, Mann. Das war keine Bitte, Axel. Für den Cop ist die Sache so noch nicht ausgestanden. Aber auf dem Dienstweg scheint er nicht zu erreichen. Boss. Hat keiner irgendwas bemerkt? Boss, kann ich Sie einen Moment mal sprechen? Hören Sie, ich habe da sowas gehört, dass Sie bei diesem Fall Rand einsetzen wollen und nur unter uns beiden. Der Typ kann doch nicht mal richtig die Uhr lesen. Machen Sie mich jetzt nicht irre, Axel. Das wäre das erste Mal in 12 Jahren, dass er von seinem Schreibtisch wegkriegt. Das heißt also, dass er seit 12 Jahren Polizist ist. Wie auch immer, es geht um einen Mordfall und Mordfälle gehören in sein Ressort. Und Sie in ein Krankenhaus, Mann. Sie haben da nichts dagegen, wenn ich ein bisschen rumhorche, Sie oder? Sie werden überhaupt gar nichts machen, das ist Rands Fall. Ihr Arsch läuft sowieso auf sehr dünnem Eisschlittschuh. Hey, hören Sie mal, wir reden hier von einem Freund von mir. Ja, genau das tun wir, Axel. Und fassen wir die Sache doch mal scharf ins Auge. Nummer 1, der Freund war in Ganove. Nummer 2, er wurde von einem Profi gekillt. Nummer 3, vor der Wohnung eines Polizisten. Sie müssen zugeben, dass die Sache stinkt, nicht wahr? Woher wissen Sie, dass es Profikiller waren? Jetzt tun Sie nicht so, als wäre ich von den Baumwollfeldern hierher geflüchtet. Wer immer ihn umgelegt hat, hat sich dabei einen Dreck um Ihren kleinen Arsch gekümmert. Wenn ja, dann würden Sie jetzt neben ihm im Leichenwagen liegen. Sie halten sich raus aus der Sache, haben Sie verstanden? Keine einzige Bewegung. Hören Sie, ich glaube, ich habe noch ein bisschen Urlaub zu beanspruchen. Den würde ich jetzt gern nehmen, wenn es recht ist. Sie halten sich aus dem Fall raus. Ja, ich habe nur das Gefühl, dass ich ein bisschen Urlaub brauche. Das ist alles. Also gut. Sofort, wenn Sie aus dem Krankenhaus raus sind, sind Sie auf Urlaub. Danke, Boss. Aber falls Sie sich entscheiden, irgendwelche Faxen zu machen, dann wird das der längste Urlaub, von dem Sie je gehört haben. Gleich nachdem er sich seine ledierte Rübe hat behandeln lassen, nimmt Axel die Ermittlungen Verzeihung, tritt er seinen Urlaub in Beverly Hills an. Für den gebürtigen Chicagoer ist Beverly Hills ein anderer Planet. Aber Foley wäre nicht Foley, wenn er sich davon beirren lassen würde. Und so fährt er vor dem luxuriösesten Hotel vor, das er finden kann. Offenbar beeindruckt von seinem automobilen Klassiker, kommt zugleich der Portier auf ihn zu. Kommt drauf an, was ihr hier so aufruft. Nicht viel für Beverly Hills. Darf ich ihr Gepäck rausholen? Ah, das da vorne ist mein Gepäck. Tut mir leid, Sir. Wir haben im Augenblick nichts mehr frei. Ja, leider. Dürfte ich Ihnen vorschlagen, dass Sie das nächste Mal telefonisch reservieren lassen? Vielleicht eine Woche im Voraus? Ich danke Ihnen. Hi. Also manche Leute haben mal Nerven, ne? Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, Sie haben eine Reservierung für Axel Foley. Ah ja, Sekunde bitte. Tut mir leid, ich finde nichts unter diesem Namen. Oh, gucken Sie unter Rolling Stone Magazine. Axel Foley, dann haben wir keine Sorgen. Okay.
Auch nicht unter Rolling Stone. Kein Exo Foley. Tut mir leid, Sir. Na gut, was soll's. Ihre Leute haben sich ja Mist gemacht bei der Reservierung. Geben Sie mir einfach ein anderes Zimmer. Ich will nur rauf und schlafen. Tut mir leid, Sir, aber im Augenblick ist kein Zimmer frei. Glauben Sie eigentlich, ich merke nicht, was hier läuft, Miss? Für wen halten Sie mich, ja? Glauben Sie, ich weiß nicht, dass wenn hier irgend so ein großes Tier reinmarschiert kommt und Ihre Leute haben einen Reservierungsfehler gemacht, dass der aber pronto ein Zimmer bekommen und raufgehen und schlafen könnte? Okay, ich bin zwar kein großes Tier, ich bin nur ein kleiner, mieser Reporter vom Rolling Stone Magazine, der hier ist, um ein Exklusivinterview mit Michael Jackson zu machen, das von jeder großen Zeitschrift im Land übernommen wird. Und der Artikel läuft unter der Schlagzeile, Michael Jackson sitzt auf der obersten Wolke. Aber jetzt läuft er eben unter der Schlagzeile, Michael Jackson kann auf der obersten Wolke sitzen, solange er ja nicht im Beverly Palm Hotel sitzt, denn da haben Nigger keinen Zutritt. Entschuldigen Sie bitte, Sir, ich glaube, wir haben da letzte Minute eine Absage reingekriegt. Es ist ein Zimmer verfügbar. Es ist eine Suite. Ich würde sie Ihnen wie ein Einzelzimmer berechnen. Danke sehr. Tut mir leid, dass ich mich ein wenig erregt habe. Ich habe nicht genug Auspuffdämpfe gehabt. Ich verstehe. Was kostet das überhaupt? Das wären dann $235 die Nacht. Fein. Und das wäre dann Suite 1035. Danke Ihnen. Wirklich verbunden. Yes, sir. Danke sehr. Hier, bitte. Und falls Michael anruft, sagen Sie ihm, welche Zimmernummer ich habe. Natürlich, Sir. Sichtlich bewegt von den mannigfaltigen Spielarten menschlicher Impressionen, promeniert Foley durch die Straßen des Stadtteils. Sein Ziel? Die Kunstgalerie, in der seine Freundin arbeitet. Hi, wie geht uns heute? Hi. Und mir geht fein, mein Name ist Serge, kann ich behilflich sein? Ja, wissen Sie, ich suche Miss Jenny Summers. Hat sie viel Arbeit heute? Können Sie mir sagen, Ihren Namen? Mein Name ist Axel Foley. Gehen Sie doch mal in Medias Res. Entschuldigen Sie bitte, wohin soll ich gehen? Medias Res, also was wollen Sie, worum geht? Ah, Sie meinen, worum es geht? Ich bin ein alter Bekannter von ihr. Donny? Einen Moment bitte. Donny, du gehst zu Miss Summers und sage, dass Mr. Ahmed Foley hier ist. Und nein, Axel Foley, Axel. Ahmed? Axel. Foley ist hier und will sie sehen. Ist er eine alte Bekannte? Donny, das ist furchtbar. Macht das tut mir leid, entschuldige. Bist du Hund, denn der Kunde soll kraulen oder wird mir übel? Das ist nicht sexy. Ist nicht sexy, ganz und gar nicht. Sie wollen haben Durst, Wein, Cocktail, Espresso? Nein, ich brauche nichts, danke sehr. Würde ich selbst machen hinten mit einem Fitzelchen Zitronen von Charlies. Verrückt, sollten Sie versuchen. Nein, wirklich, vielen Dank, ich habe keinen Durst. Sie interessiert an dieses Stück? Ja, und ich habe mich gefragt, für wie viel Sie das wohl verkaufen. $130,000. Da kriegt man ja glatt Haus voll. Igitt, er hatte keine Ahnung von Kunst. Ist ein wunderbares Stück, weil... Haben Sie schon was davon verkauft? Gerade gestern an eine Sammler. Ist es wahr? Nein, ich sage, ich habe es selber verkauft. Axel Foley, was um alles in der Welt machst du hier? Hey, wie geht's dir? Hervorragend, warte eine Sekunde, ich bin sofort unten. Na fein, entschuldigen Sie mich, Serge. Was machst du hier? Wie geht's dir? Oh Gott, ich freue mich so, dich zu sehen. Wir haben uns ewig nicht gesehen. Ja, genau, lass dich mal ansehen. Na und? Toll. Sehe ich gut aus? Du wirst ein bisschen alt. Du kannst mich mal... Hey, was ist das? Na, ein Barthäschen. Pfirsichflaumen. Nein, der Mann von Welt hat das jetzt. Sag mal, können wir irgendwo in Ruhe miteinander reden? Ja, Okay. Da drüben. Gut. Komm. Hey, du bist ja richtig rund geworden. Ja, an gewissen Stellen. Das sieht riesig aus. Setz dich. Ich muss mit dir über Mikey reden. Oh, hat er wieder Schwierigkeiten? Er ist tot. Was? Er ist tot. Er kam nach Detroit und jemand hat ihn getötet. Das glaube ich einfach nicht. Hören Sie, ich kann im Augenblick nicht. Ich bin in einer Sekunde oben. Mikey hat gesagt, dass du ihm geholfen hast, deinen Job zu kriegen. Ja. Der Mann, dem die Galerie gehört, hat ihn als Wächter eingestellt, mir zuliebe. Und wie heißt er? Sein Name ist Victor Maitland. Mikey hat für Victor im Lagerhaus der Galerie gearbeitet. Entschuldige, Axel, ich kann im Moment nicht. Ich muss nach oben. Ist alles okay. Ich rufe dich später an und wir treffen uns dann. Und reden, okay? Natürlich. Bis dann.
Sobald Jenny außer Sichtweite ist, schnappt sich Axel eine Blumenvase und begibt sich in den oberen Stock des Gebäudes. Hi. Oh, hallo. Ich habe eine Blumenspende für Victor Maitland. Oh gut, ich werde es gleich raufbringen, ja? Es wäre aber besser, wenn ich sie ihm selbst gebe. Tja, wissen Sie, alle Lieferungen sollen bei mir abgegeben werden. Ja gut, mag ja sein, aber die Blumen muss er sofort kriegen. Wahnsinnig wichtig, ich gehe selbst drauf, okay? Hey, hören Sie, eigentlich dürfen Sie da nicht drauf. Ja sicher, aber Blumen abliefern ist das absolut Größte für mich, wenn Sie verstehen. Danke sehr. Wer hat Sie reingelassen? Hat mich selbst reingelassen. Ja, was, du sitzt, Fifi? Ich habe ein paar Fragen an Sie über Michael Tandino. Wir reden später weiter, Liebling. Und was, wenn ich fragen darf, ist Ihr Interesse an Mr. Tandino? Er war mein bester Freund. Er kam vor ein paar Tagen nach Detroit, um mich zu besuchen. Und ein paar Stunden, nachdem er angekommen war, hat ihn jemand umgebracht. Oh mein Gott. Das ist ja furchtbar. So finden Sie, ja. Und? Was wollen Sie hier erfahren? Er hat für Sie gearbeitet, richtig? Ja, ja, das hat er. Großer Gott. Es schmerzt mich wirklich, das zu hören. Möchten Sie sich nicht setzen? Kann ich Ihnen etwas anbieten? Irgendetwas? Nein, ich brauche nichts. Also, können Sie mir sagen, wie das passiert ist? Detroit ist eine wirklich sehr gewalttätige Stadt, nicht wahr? Sie sagen es. Nun ja, ich hoffe, die Polizei hat ein paar gute Spuren gefunden, Hinweise. Können Sie mir mal beschreiben, was Mikey hier für Sie gemacht hat? Verzeihen Sie, ich hatte Ihren Namen nicht richtig verstanden. Mein Name ist Foley. Oh, entschuldigen Sie bitte, Mr. Foley, falls ich ein wenig unhöflich wirken sollte. Aber das scheint mir doch ein Fall für die Behörden in Detroit zu sein. Wenn Sie mich nun also entschuldigen wollen, ich habe noch eine ganze Menge zu arbeiten. Hören Sie, alles, was ich wissen will, Gentlemen, ist, welche Arbeit Mike für Sie gemacht hat. Würden Sie bitte Mr. Foley hat. Zeigen, wie er zur Tür rauskommt? Nimm die Pfoten weg, ihr Geier! Ey, Mann, lass mich los, ja? Verdammt nochmal! Ihr könnt doch... Lasst mich los! Ihr sollt mich loslassen, habt ihr sie nicht alle? An allen Vieren schleifen ihn die Gorillas ins Foyer, aber sie bringen ihn nicht zur Türe. Jetzt bin ich aber wirklich wütend! Was glaubt ihr denn, was ihr da macht? Draußen ist er jetzt trotzdem und der Glaser hat einen neuen Auftrag. Hey! Also eine Art haben wir hier. Haben Sie die Scheiße eben gesehen? Ich kann die Typen alle beschreiben. Bitte stellen Sie sich an die Seite des Autos, Hände auf die Haube. Wieso? Was habt ihr denn, Jungs? Wir haben gehört, was er gesagt hat, Sir. Also tun Sie es bitte. Was zieht ihr denn hier für eine Nummer ab? Hey, Moment mal, Jungs, Sekunde. Wollt ihr mich dafür verhaften, weil ich durch diese scheiß Scheibe geworfen worden bin? Diese Typen haben mich durch die Scheibe geschmissen, Mann! Eine Kanone, Partner. Sir, Sie sind verhaftet. Sie haben das Recht zu schweigen. Alles, was Sie sagen, kann und wird vor einem Gericht gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, zu dem Verhör einen Anwalt hinzuzuziehen. Ja, alles klar, ich kenne die Rechte. Jetzt hört aber mal auf mit dem Blödsinn, Jungs. Ich meine, ich bin durch diese scheiß Scheibe geschmissen worden. Bitte steigen Sie ins Auto, Sir. Können Sie mir da erklären, wie die Anklage lautet? Verbotener Besitz einer Handfeuerwaffe, öffentliche Ruhestörung. Was? Öffentliche Ruhestörung? Ich bin in eine Scheibe geschmissen worden. Wie nennt ihr es denn, wenn einer aus dem fahrenden Auto rausgeworfen wird? Hä? Verkehrswidrige Straßenüberquerung. Ihr seid doch echt behämmert. Es hilft alles nichts und Axel hat eine Fahrt ins wunderschöne Polizeirevier gewonnen. Also Leute, das ist echt der sauberste und gemütlichste Polizeischlitten, in dem ich je gesessen habe. Kann ich hier hinter meiner Schrankwand einziehen? Hey Jungs, hört mal, wenn hier irgendwelche Filmstars vorbeihoppeln, könntet ihr mal kurz anhalten und mir zeigen? Ich hab so einen Schotter bisher noch nie gesehen. Genug gequatscht, Freundchen. Okay, alles cool. Hey, Mann. Das ist ja ein Schloss. Und darin geht es jetzt auch erstmal hinter Schloss und Riegel. Und kurz darauf zur Anhörung. Wurde aber auch Zeit. Ich habe mich schon gefühlt wie der Graf von Monte Cristo. Ich hatte noch nie ein Telefon als Zellenkumpel. Dürfte ich noch ein Weilchen bleiben? Ich habe mir eine Pizza bestellt. Pfeift sie sich eben ein anderer rein. Da drüben bitte Platz. Ich bin Sergeant Taggart und das ist mein Partner, Detective Rosewood. Sagen Sie mal eine Frage, behandeln Sie Touristen immer so?
Warum haben Sie sich nicht als Polizeibeamter ausgewiesen, als man Sie verhaftet hat? Weil ich mit meinem eigenen Krempel zu tun habe. Aber wie zum Teufel kommen Ihre Jungs dazu, jemanden zu verhaften, nur weil er durch eine Scheibe geschmissen wird? Wir haben 6 Zeugen dafür, dass Sie da eingebrochen sind und gerade anfangen wollten zu randalieren und dann sind Sie selbst durch das Fenster gesprungen. Ach, und das haben Sie geglaubt? Was zum Geier seid ihr hier, Polizisten oder Pförtner? Jetzt passen Sie mal auf, wir neigen dazu, einem unbescholtenen Geschäftsmann zu glauben. Jedenfalls mehr als einem Stinkmaul von außerhalb, klar? Stinkmaul? Ich pisse Ihnen gleich an die Birne. Hey, Sarge. Sie sollten besser Ihre Zunge hüten. Hey, Mann, jetzt fangen Sie doch nicht an, mit Ihren Kunststoffärmeln zu rauschen. Wollen Sie sich mit Schubsen Sie mich nicht. Und wie ich Sie schubse. Taggart! Ja, Sir? Kommen Sie her. Hören Sie mal, das geht doch nicht. Sie können den Mann doch nicht einfach schlagen. All seine Beherrschung zusammennehmend, kommt Taggart ins Verhörzimmer zurück. Sir? Ich möchte mich für meine Unbeherrschtheit entschuldigen. Ich habe dafür keine Erklärung. Vergessen wir es. Detective Foley, ich bin Lieutenant Bogomir vom Beverly Hills Police Department. Möchten Sie eine Beschwerde gegen Sergeant Taggart einreichen? Wird das hier eine Verarsche oder wie? Wünschen Sie gegen diesen Beamten eine Anklage wegen Tätlichkeit zu erheben? Hören Sie, da wo ich herkomme, reichen Polizisten nicht Anklage gegen andere Polizisten ein. Nein, das möchte ich nicht. Nun, in Beverly Hills pflegen wir uns genau nach den Vorschriften zu richten. Also, warum haben Sie uns nicht informiert, als Sie in die Stadt gekommen sind? Ich bin auf Urlaub hier. Gut, wenn Sie also auf Urlaub hier sind, was hatten Sie dann in Maitlands Büro zu suchen? Ich musste mal kurz auf die Toilette. Ich kam da gerade vorbei und sah irgendwie sauber und gemütlich aus, also bin ich rein. Nehmen Sie immer einen Revolver mit auf Urlaub? Keine Ahnung, habe bisher noch nie welchen gemacht, wissen Sie? Aber in Detroit müssen Polizisten, wo sie gehen und stehen, einen Revolver bei sich haben. Wenn Sie unbedingt eine Waffe tragen wollen, schlage ich vor, Sie gehen dorthin zurück. Ich kann es auch kaum erwarten, wieder zurückzukommen, wenn Sie die Wahrheit wissen wollen. Ach wirklich, Sir? Ich hatte gerade ein Gespräch mit Inspektor Todd in Detroit. Sagt Ihnen der Name irgendwas? Er ist mein Boss. Er sagte mir, dass man Sie dort nicht mit Willkommensalut empfangen würde. Er sagt aber auch, dass Sie ein hervorragender Polizist sind. Ich gebe zu, dass es mir schwerfällt, das zu glauben, Sir. Ist aber wahr. Er hat auch gesagt, dass er Sie beinahe gefeuert hätte wegen Insubordination. Und das, verehrter Mr. Foley, ist nicht schwer zu glauben. Also, was tun Sie hier in Beverly Hills? Also gut, nochmal von vorne. Ich mache Urlaub, ich muss auf die Toilette und da ich Piep sagen konnte, haben Sie mich durch die Scheibe geschmissen. Inspektor Todd hat mir eine Nachricht an Sie übergeben. Wollen Sie sie hören? Lieber nicht. Er sagte, falls Sie hier sind, um den Tendino-Mord zu untersuchen, brauchen Sie nicht mehr zurückzukommen. Er sagte außerdem, wenn wir ihn darüber informieren, dass Sie an diesem Fall arbeiten, dann kriegen Sie ein Disziplinarverfahren an den Hals und werden gefeuert. Also zum letzten Mal, was tun Sie hier? Ich bin auf Urlaub. Auf Urlaub, natürlich. Rosewood, Sie bringen jetzt Mr. Foley rüber zum Gericht. Dort kann er dann die Kautionsverhandlungen führen. Würden Sie mir bitte folgen, Sir? Also, das muss euch der Neid lassen, Jungs. Auf jeden Fall seid ihr wahnwitzig höflich. Und Sie haben einen männermäßigen Bums, Taggart. Nach Ihnen. Nach Ihnen. Ihr Jungs seid ja so süß, wisst ihr das? Nett, dass du mich ausgelöst hast, Jean. Also, wenn ich gewusst hätte, warum sie dich verhaftet haben, wäre ich nicht gekommen. Oh komm, das kann doch nicht dein Ernst sein. Nein, es ist nicht mein Ernst. Axel, wenn Victor Maitland mir nicht geholfen hätte, wäre ich immer noch Serviererin. Hör zu, zufällig ist Mikey an dem Tag, als er umgelegt wurde, in meiner Wohnung aufgekreuzt, mit einem Sack voll deutscher Schuldverschreibungen. Ich glaube, dass er sie dem geklaut hat, der ihn hat umlegen lassen. Als ich Mikeys Namen Maitland gegenüber erwähnt habe, flippte er aus und ließ mich rausschmeißen. Axel, du siehst aus wie ein Ganove. Du rennst einfach in sein Büro rein, ohne Voranmeldung. Du trägst einen Revolver. Ich meine, wenn du in mein Büro kommen würdest und ich würde dich nicht kennen, würde ich dich auch rauswerfen. Ist das dein Auto? Nicht doch. In Beverly Hills nehmen wir immer den Wagen, der gerade greifbar ist. Hör mal, ich weiß noch, du hattest mal so einen völlig verkommenen blauen Chevy Nova. Was hast du jetzt für einen Wagen? Denselben völlig verkommenen blauen Chevy Nova. Glaubst du, es ist zu spät für mich, Kunst zu studieren? Ich schätze, ja. Axel, warum belästigst du Victor? Ich meine, du glaubst doch nicht etwa, dass er irgendwas mit Mikeys Tod zu tun hat. Oh nein, nein, ich habe nur so ein bisschen rumgestochert. Ich denke doch nicht, dass er das war oder so. Axel! Victor Maitland ist einer der bedeutendsten Kunsthändler in den Vereinigten Staaten. Und das ist er jetzt schon mehr als 10 Jahre lang. Bin beeindruckt. Was gibt's da hinten, ein Mädchen? Nein, die Bullen, sie folgen uns. Was? Wo? Ziemlich dicht rechts hinten. Der beigefarbene Ford. Jennys Mercedes SLC rollt vor dem Beverly Palm Hotel vor, wie von Axel geheißen.
und der beigefarbene Ford mit den beiden Cops parkt, kaum auffällig, gegenüber. Willkommen in meiner bescheidenen Hütte. Axel, das kannst du dir doch unmöglich leisten. Sie berechnen mir nur ein Einzelzimmer, weißt du? Du kannst dir nicht mal das leisten. Nein, eigentlich kann ich's nicht, aber weißt du, was da in dem Badezimmer hängt? Flauschige kleine Bademäntel mit den Initialen des Hotels drauf. Ich finde das absolut scharf. Irgendwie brauche ich das. Ich werde einen von den Bademänteln mitgehen lassen, oder willst Nein, du auch einen? Danke. Oder willst du ein paar Pantoffeln? Nein. Ich glaube, ich könnte ein paar gebrauchen. Du solltest nicht so bescheiden sein. Entschuldige mich für 2 Sekunden. Hallo, Zimmerservice? Ja, hier ist Mr. Axel Foley von Suite 1035. Ja, ich möchte ein bisschen was von Ihrer wirklich fabelhaften Karte bestellen. Aber hören Sie, ich möchte, dass Sie es zu dem beigefarbenen Ford liefern, der draußen auf dem Wilshire parkt. Schicken Sie ein Beige-Shrimp-Salat-Sandwich, okay? Genau. Und ist der kalte, pochierte Lachs in Dillsoße genießbar? Okay, dann eine Portion davon. Okay, und hinterher noch irgendwas Süßes, ein Pudding oder so. Danke vielmals. Ja, genau, danke, vielen Dank. Du bist lustig, weißt du das? Wie lange bleibst du in Los Angeles? Ich bleib so lange, bis ich weiß, wer Mikey umgelegt hat. Und ich glaube, es wäre nicht das Schlechteste, wenn ich mir mal das Lagerhaus ansehen würde, wo er gearbeitet hat. Vielleicht finde ich da was. Glaubst du das wirklich? Und du meinst, dass du so einfach reinkommst? Guten Abend, die Herren. Was zum Geier ist das? Ein spätes Abendessen mit Empfehlung von Mr. Axel Foley. Foley? Woher weiß der, dass wir hier sind? Weil ich Sie hab fahren lassen. Ich bräuchte ein paar Bananen. Wie viel kosten die? Du, der Buffet-Teller kostet genau 12,50. Da kriegen Sie Pfirsiche, Pflaumen, Orangen und Bananen. Nein, ich brauche aber nur ein paar Bananen. Psst, gehen Sie nur, wir haben reichlich davon. Ist klar. Also. Lassen Sie das, ich esse sowas nicht. Bringen Sie es zurück. Wie Sie wünschen, Sir. Das sieht aber wirklich toll aus. Fabelhaft und wie das angerichtet ist. Könnte ich noch ein bisschen extra Mayonnaise haben? Gewiss, Sir. Danke sehr. Bist du soweit? Ja. Das ist der Mercedes. Los, schmeißen Sie das Zeug raus. Richtig? Ja, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das tun soll. Na hör mal, du brauchst da nichts zu tun. Aber wenn du Glas oder sowas zerbrechen hörst, dann krieg nur keine Angst. Dann bin ich das nämlich, der das Fenster eintritt. Bleib ruhig sitzen. In Ordnung, komm schon. Jenny kommt natürlich auch mit. Und mit ihrem Schlüssel kommen die Freunde ohne Glassplitter ins Gebäude. Alles klar, Baby. Axel, wann wirst du endlich erwachsen? Neben ein paar Kunstgegenständen finden die beiden vor allem Unmengen an braunem Pulver in Kisten. Na, hast du was gefunden? Kaffeepulver. Und? Weißt du, wozu das Zeug benutzt wird? Ja, es gibt Leute, die filtern heißes Wasser durch und trinken es dann. Ja, ich werde es mir nach Hause nehmen, heißes Wasser durchfiltern und es morgen früh trinken. Das Rolltor öffnet sich und 2 Arbeiter tragen eine schwere Kiste ins Lagerhaus. Wieso verstecken wir uns? Mann, ich sag dir, gestern Abend hättest du dabei sein müssen. Wieso? Was ist passiert? Naja, auf dem Nachhauseweg bin ich noch in der Bar, um ein paar Drinks zu nehmen. Ach ja? Wo denn? Na, gleich hier um die Ecke. Da kommt so ein Typ rein, setzt sich ein paar Hocker weiter hin und glotzt mich an mit so einem lauwarmen Blick, weißt du? Also der macht pausenlos so, flatter, flatter, flatter. Ich dachte, Mann, versucht er sich etwa mit mir zu verloben oder sowas? Na, vielleicht ist er heute Abend wieder da. Kannst dir den Bruder ja mal ansehen, bevor ich ihm den Stiel aus der Birne ziehe.
Komm, lass uns abhauen, wird langsam Zeit. Warum hast du das immer so eilig, hä? Komm schon. Okay, ich hab's. Nachdem die beiden Arbeiter ein paar Schuldverschreibungen aus der Kiste genommen und den Behälter wieder verschlossen haben, geht es damit wieder zurück in den Lieferwagen. Axel, was zum Teufel soll das alles? Das sag ich dir später, komm schon. Los, beeil dich. Ich beeile mich ja. Gib mir den Schlüssel, ich fahre. Hast du überhaupt schon mal einen Mercedes gefahren? Nein, aber ein Auto ist ein Auto und mit meinem fahre ich jeden Tag. Ich fahre, ich weiß noch, wie dein Auto aussieht. Oh Mann, mit der ist nicht zu verhandeln. Eine Banane in Ihrem Auspuff und Sie haben den Mann nicht bemerkt, der Ihnen eine Banane in den Auspuff gesteckt hat? Ja, er hat uns abgelenkt, Sir. Und wie, wenn ich fragen darf? Er hat uns ein tolles Abendessen geschickt, Sir. Also das war so, da kam ein Kellner an... Billy, Sie müssen das nicht vorspielen. Also ein tolles Abendessen. Was hat man Ihnen denn serviert, Rosebud? Ich schätze, es war ein Shrimp-Salat-Sandwich, Sir. Ein Shrimp-Salat-Sandwich? Ja, Sir. Gut, Sie beide werden jetzt zum Hotel zurückfahren und warten, bis Foley aufkreuzt. Und wenn Sie ihn nochmal verlieren, dann brauchen Sie nie wieder zurückzukommen. Ist Ihnen das klar? Ja, Sir. Ja, Sir. Ein tolles Abendessen. Die Kollegen der Detectives Rosewood und Taggart sind da schon wesentlich hilfreicher. Wir haben da was für dich, Billy. Eine Anti-Bananen-Verkleidung. Könnte sich als nützlich erweisen. Damit nichts schiefgehen kann, Billy. Richtig witzig. Kommen Sie, Billy, gehen wir. Hör zu, dann nimmst du den Wagen und fährst nach Hause, kapiert? Und was ist mit dir? Ich will rausfinden, was da drin los ist. Ich kann dir sagen, was das ist. Ein Lagerhaus unter Zollverschluss. Da lagern sie unsere Auslandslieferungen, bis sie durch den Zoll sind. Ich werde mir das mal ansehen. Tu mir den Gefallen und fahr nach Hause, okay? Verdammt nochmal, Axel. Ich hol dich nicht nochmal raus, klar? Fahr noch raus. Jenny tut, wie ihr geheißen, und Axel schleicht sich in das Lagerhaus. Er verfolgt den Weg der Kiste bis zu seiner Lagerstätte, dann biegt ein Wachmann ums Eck. Na, wie geht's, alter Junge? Können Sie mal eine Sekunde kommen, bitte? Hi, haben Sie Feuer? Hier darf man aber nicht rauchen. Ich will doch jetzt gar nicht rauchen. Ich rauche erst, wenn ich draußen bin. Danke, wirklich nett von Ihnen. Danke sehr. Ist Ihr Oberaufseher hier? Ja, drüben im Büro. Können Sie mal kurz holen, bitte? Und warum, wenn ich fragen darf? Sind Sie der Sicherheitsmann hier? Ja. Dann haben Sie eine Menge Probleme. Holen Sie jetzt Ihren Oberaufseher, bitte. Jetzt gleich. Ich sagte gleich. Okay. Er ist noch immer nicht zurück. Na gut, und was machen wir jetzt? Wir warten. Okay. Kann ich Ihnen behilflich sein? Sind Sie hier der Boss, Mister? Ja, und wer sind Sie? Ich bin Inspektor Rafferty vom Zoll, alles klar? Ist der ganze Krempel hier schon zollmäßig bearbeitet worden? Nein, das ist das Verschlussgelände. Gut, dann erklären Sie mir mal was, da hätte ich mal eine Frage. Wie kann ein Typ wie ich, angezogen wie ich, einfach so in Ihr Lagerhaus marschieren, das immerhin Zollverschlussgelände ist, und anfangen herumzustochern, ohne dass mir irgendjemand irgendwelche Fragen stellt? Ach so, danke sehr, das ist genau die Antwort, die ich haben wollte. Also gut, Jungs, dann darf ich mal kurz um die Ausweise bitten, denn irgendjemand wird jetzt seinen Job verlieren. Der Koffer da hat mir ein Streichholz gegeben, ist das vorstellbar? Was denn? Sie haben ja einen Streich. Hören Sie mir gut zu. Ich veranstalte diese Sicherheitskontrollen in den gesamten USA. Vielleicht mal abgesehen von Cleveland herrscht in diesem Laden das mieseste, elendeste und größte Chaos, das sich einer denken kann. Ich schlage vor, dass ihr Jungs eure Frauen anruft. Es wird eine ultralange Sitzung. Ich habe vor, mir den ganzen Müll anzusehen, jede Kiste in jedem Regal, ohne eine einzige auszulassen. Wir werden sofort mit dieser hier anfangen. Die beiden verhinderten Superbullen warten immer noch draußen im Wagen, wo Billy schwer verdauliche Lektüre genießt. Wow. Hören Sie zu, hier steht, bis jeder Amerikaner sein 50. Lebensjahr erreicht hat, hat er 5 Pfund unverdautes rotes Fleisch in seinen Eingeweiden. Warum erzählen Sie mir das? Glauben Sie wirklich, dass mich so ein Quatsch interessiert, hä? Nun, ich dachte ja nur, weil Sie so viel Fleisch essen.
Also, der Inspektor braucht alle Informationen über diese Luftfrachtnummer. Und auch sämtliche Ladungspapiere. Ja, genau. Und ihr braucht die Listen aller Lieferungen, die denselben Bestimmungsort Richtig. Haben werden. Und warum das alles? Tun Sie es einfach. Haben Sie zufällig ein behördliches Schreiben oder sowas? Hören Sie mal, Sie haben einen ziemlich großen Mund, junger Freund. Haben Sie irgendwas von mir zu verbergen? Ist es das vielleicht? Ich wette, das ist Ihr Porsche, der da draußen steht, nicht wahr? Das ist doch Ihr Porsche, ist er das? Wie würde es Ihnen gefallen, wenn ich die Steuerprüfer herkommen lasse, damit die sich Ihren Scheißarsch mit einem Mikroskop ansehen? Das machen die. Ich habe es selbst gesehen und es ist kein hübscher Anblick. Das wollte ich Sie nur wissen lassen, Freundchen. Und euch alle will ich noch was wissen lassen. Ich kann sofort 25 Kollegen herholen. Innerhalb von 15 Minuten, das macht mir gar nichts aus. Und dann werden die hier Dampf in die Bude bringen. Dann seid ihr am Arsch, Freunde. Und zwar für immer. Ihr solltet also lieber mit mir zusammenarbeiten, ist das klar? Sie müssen sich nicht aufregen, Inspektor. Sie bekommen alles, was Sie brauchen, richtig, Jungs? Alles, was Sie brauchen. Das ist nicht mein Porsche, nein, Sir. Ich weiß nicht, wem der gehört. Okay, dann haben Sie auch nichts zu befürchten. Ich weiß nicht, was Sie glauben, was ich für einer bin. Vielleicht halten Sie mich für einen Vollidioten. Na los, machen Sie schon schnell. Draußen im Ford fährt Billy fort. Für Taggarts Puls wird es aber nicht besser. Wissen Sie, mir ist aufgefallen, dass Sie sehr viel Kaffee trinken in letzter Zeit. Und ich glaube, deswegen können Sie sich auch nicht so richtig entspannen. Während der Ratschläge des Jüngeren nutzt der zurückgekehrte Einbrecher die Gelegenheit und hüpft zu dem ungleichen Paar in den Wagen. Großer Gott, also hören Sie. Oh, ich hätte mir beinahe einen Herzinfarkt geholt. Hey, was macht ihr Jungs so spät noch hier? Sie sind ein ganz schön frecher Hundesohn, was? Hören Sie, Mann, wenn Sie immer noch sauer wegen der Bananensache sind, tut's mir leid, okay? Ich wollte nur ein bisschen ungestört sein. Ihr hättet mal sehen sollen, wie ihr geglotzt habt, als eure Karre nur noch geröchelt hat. Ja, mächtig witzig. Der Lieutenant hat uns 2 Tage Lohn abgezogen. Ah, nee, wirklich? Das war kein Witz? Nein, das war kein Witz. Ach, übrigens, vielen Dank für das Sandwich. Er wollte uns verarschen, Billy, genau wie mit den Bananen. Einen Moment mal. Ich bin Polizeibeamter, wie ihr seid. Ich weiß, wie es ist, hier draußen rumzuhängen. Das mit dem Essen, das müsst ihr mir glauben, kam von Herzen. Blödsinn. Warum streiten wir uns dauernd rum, Mann? Seht mal, wir alle drei sind Bullen. Wir sollten zusammenarbeiten, oder? Wir alle haben einen harten Tag gehabt. Was würdet ihr sagen, wenn wir zusammen was trinken gehen? Vertragen wir uns unseren Freunde, hä? Vergessen Sie's. Okay, was soll's. Ich werde jedenfalls was trinken gehen. Ihr Jungs könnt ja versuchen, mir zu folgen, wenn ihr das tun wollt. Ich habe euch ja heute schon mal abgehängt. War keine so harte Sache. Also warum sollten wir nicht wirklich was zusammen trinken gehen? Lasst uns Freunde sein. Wir trinken niemals im Dienst. Okay, fein, in Ordnung. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich habe heute eine fabelhafte Bar gefunden auf dem Weg hierher. Absolute Spitze für euch Jungs. Also ehrlich, ist sehr konservativ. Ihr Jungs würdet ausflippen. Ist sehr kuschelig. Vertraut mir. In der konservativen Bar, zumindest nach Excels Maßstäben, sind jede Menge Tische, auf denen minimal bekleidete Damen Tanzvorstellungen geben. Hi, kann ich euch übrigens was zu trinken bringen? Ja, oh Mann, Mädel, ist das nicht absolut irre? Kann ich jetzt Gott schon Soda kriegen? Und die Brüder hier, was wollt ihr? Ja, ein Diätbier für die Jungs. 2 Club-Soda. Ihr Jungs macht mich fertig mit diesem im Dienst gequatsche. Billy! Ehrlich, Mann, das muss ja nicht peinlich sein, wenn du hier ein Rohr kriegst. Ich meine, hier soll man ein Rohr kriegen, verstehst du? Deshalb hüpfen die Schlöpfen hier rum, ey. Taggart kriegt auch ein Rohr, aber das verschweigt ja jemand, der Boss ist. Denn Bossrohre müssen einfach schlaff hängen, ha? Da ich nicht im Dienst bin, kann mein Rohr machen, was es will. Hey, Taggart, hör zu. Überprüfen Sie das mal, das habe ich in Maitlands Lagerhaus gefunden. Billy! Bill, hey, gib mir das! Nein, nein, du musst dir den Schein in das kleine Ding da unten stecken, das brüllt sie an! Entschuldigen Sie bitte. Billy. Na, was sagen Sie? Gemeiner Kaffee, was sonst? Ja. Na und? Hey, ihr Jungs habt ja echt von gar nichts Ahnung, oder? Ihr habt eure Marken und eure Kanonen und das ist es dann auch. Hey Mädel, stell den Schotter woanders hin. Wenn ich Clubsoda trinke, muss ich sofort tierisch kotzen. Danke dir vielmals, Hase. 1001 Dank. Taggart. Siehst du den Schleicher da drüben in der schwarzen Kutte? Ja, genau der da. Ja? Na, wir haben Juni. Ist es nicht ein bisschen zu heiß für einen langen schwarzen Ledermantel? Ja, etwas schon. Ja, dann sieht er mal seinen Partner da drüben an. Sind gerade zusammen reingekrochen. Das wird ja gleich mächtig dampfen. Ich würde vorschlagen, ihr geht rüber und haltet mir den Kerl vom Pelz. Was geht denn hier vor? Ich sehe mir das Arschloch an der Bar kurz mal an. Billy, unser feiner Junge, wird sicher gehen, dass ich mich gut benehme. Kann mir mal jemand sagen, was hier los ist? Ich möchte nicht unter die Räder kommen. Ganz ruhig sitzen bleiben, Bill. Taggart geht also unauffällig in Richtung Eingang zu dem Typ mit der Kutte. Und Foley spielt den illuminierten Kumpel. Dass du bist. Der Knister hat gesagt, dass du nicht mehr herkommst, Mann. Ich sagte, das ist Phil. Es ist Phil. Ich sagte, das ist Phil, dummes Kerl. Hey, Phil, los, gib mir verpiss dich. Keine Bewegung, Leute. Ganz ruhig. Umdrehen. Lass das. Phil.
Phil! Pfoten auf den Tisch, na los! Phil! Was ist los, Mann? Was soll denn zurück mit dir, zurück! Nee, Phil! Ey, mach keinen Quatsch! Was ist denn mit dir, Knall, Mann? Ich knall dich ab, Mann! Hast du dich aber verändert? Wenn du nicht sofort zurückgehst, dann baller ich dir dein scheiß Gehirn raus! Polizei, eine Bewegung und sie sind tot! Keine Bewegung! Los, umdrehen! Du bist ja ein richtiger Wolf, Rosewood, ein absolut riesiger Bulle. Entschuldigen Sie die Belästigung, Herrschaften. Wir haben alles unter Kontrolle. Doch am nächsten Tag im Revier ist der Jubel nicht so groß. Taggart, würden Sie mir wohl bitte erklären, was Sie und Rosewood in einer Striptease-Bar gemacht haben? Außerhalb Ihres Zuständigkeitsbereichs und innerhalb Ihrer Dienstzeit. Sir. Bevor Sie diese beiden Beamten beschimpfen, muss ich Ihnen etwas sagen, was Sie wissen müssen. Der einzige Grund, warum Sie in einer Stripper waren, ist der, dass Sie mich beschattet haben und ich in diese Bar gegangen bin. Also diese beiden Beamten haben draußen gesessen und sich gefragt, was ich da wohl mache. Ich habe mich mächtig amüsiert, weil ich auf sowas stehe. Na, jedenfalls, diese Jungs haben da draußen gewartet und der einzige Grund, warum sie reingekommen sind, war, weil sie nämlich zwei verdächtig aussehende Typen mit Beulen in ihren Jacketts gesehen haben, die rein sind in die Bar, klar? Und wie sich dann rausgestellt hat, wollten die beiden einen Raubüberfall veranstalten. Die beiden hier haben das beobachtet, haben gewartet, bis die beiden loslegen wollten und dann haben sie das Verbrechen vereitelt. Ich habe gar nicht richtig mitgekriegt, was los war. Ich habe mir die Show angesehen und mich amüsiert. Ich bin immer noch ganz fertig. Die müssen einen sechsten Sinn hinter ihrem zweiten Gesicht haben. Ich weiß nicht, was sie den Jungs beibringen. Das sind nicht einfach nur gewöhnliche Bullen. Okay? Das sind Superbullen. Und das Einzige, was den beiden hier noch fehlt, ist so ein Superman-Umhang. Hm? Das ist wirklich so vorgefallen? Nein, Sir. Würde mir dann jemand mal erzählen, was wirklich vorgefallen ist? Naja. Foley schleppte uns also in diese Bar. Wir haben das nicht abgelehnt. Wir haben nur Clubsoda bestellt, Sir. Richtig. Und wie wir so da sitzen, hat Foley die beiden Verdächtigen bemerkt, wie sie gerade den Laden ausbaldowern. Und bevor wir so richtig wussten, was los war, hat er einen von den beiden schon entwaffnet. Detective Foley gebührt der alleinige Verdienst für die Verhaftung, Sir. Detective Foley, wir müssen uns für Ihre Hilfe bedanken. Aber wenn Sie in Zukunft weiter Polizeiarbeit leisten wollen, dann wäre es mir lieber, wenn Sie das in Detroit täten. Ich verstehe, Sir, tut mir auch leid. Aber bevor ich gehe, möchte ich die beiden hier noch was wissen lassen, okay? Also diese Superbullen-Geschichte hat funktioniert. Okay, sie hatte funktioniert und ihr Jungs habt's vermasselt, stimmt's? Okay. Ich versuche nur, aus euch Jungs schlau zu werden, was mir bisher noch nicht gelungen ist. Aber das ist cool. Ihr versaut einem eine Spitzenflunkerei, aber das ist in Ordnung. Hören Sie gut zu. Ich nehme Ihnen den Fall weg. Foster, McCabe, Sie sind dran. Verliert ihn nicht. Keine Chance, Sir. Und ihr beiden, ab in mein Büro. Die Ersatzschnüffler machen so einiges anders. Statt eines beigen Ford benutzen sie einen blauen. Auch parken sie nicht gegenüber des Hotels, sondern direkt vor dessen Eingang. Morgen, Gentlemen. Ein bisschen Kaffee und Donuts? Was? Kaffee und Donuts. Dementsprechend variiert auch Axel seinen Trick und klopft lediglich auf die Heckscheibe. Da ist er. Vor Victor Meadlands Villa haben die Detectives Axel eingeholt. Morgen, meine Herren. Seid ihr das zweite Team? Nein, wir sind die Nummer eins. Ja, uns kann man nicht so einfach eine Banane in den Auspuff packen, Mann. Es kommt irgendwie so geknödelt raus, so unlocker. So geht das. Hör mal, Mann, uns kann man nicht so einfach eine Banane in den Auspuff packen. Siehst du, ein bisschen mehr Autorität. Da hast du lange mit dem Weißbrot da zusammengegangen. Tut mir leid, Jungs, ich wollte euch nur ein bisschen verarschen. Ehrlich, entschuldigt. Also, dann bleibt ihr mal immer hübsch auf den Fersen, ja? Kein Problem. Ist das nicht Victor Maitlands Haus? Ich glaube schon. Okay, Brüder, ich habe genug gesehen. Wollen wir zusammen einen bröseln? Ein Bier oder sowas? Ich habe ein bisschen was im Kofferraum. Sekunde mal. Für einen, der vorgibt, auf Urlaub zu sein, scheinen Sie sich mehr auf eine lange Beobachtung eingerichtet zu haben. Beobachtung? Nein, oh nein, ich bin Picknickfreund und für Picknick ist die Gegend genau das Richtige. Gerade rollt der Luxus-Benz mit Meadland auf dem Rücksitz durchs Tor. Hört mal, Jungs, ich glaube, wir haben lange genug durch gequatscht. Ich mache jetzt eine kleine Stadtrundfahrt. Entschuldigt bitte.
sprach's und springt in seinen altgedienten Chevy. Die Beverly Hills Cops klemmen sich an sein Heck. Doch an einer Ampel scheint die kleine Rundfahrt auch schon wieder beendet, denn Exis Nova streikt wohl. Bei Grün bleibt er stehen. Was zum Teufel hat er vor? Exis schießt mit Vollgas über die Kreuzung, gerade als die Ampel wieder auf Rot geschaltet hat. Die beiden gesetzestreuen Wachsoldaten haben das Nachsehen. Midland läuft derweil auf dem Parkplatz eines Fresstempels der gehobenen Klasse ein und betritt mit seinem Gorilla die Räumlichkeiten. Axel will es ihm gleich tun. Können Sie den irgendwo pfleglich abstellen? Die Bullen hat er vom letzten Parken vor eurer Hütte, okay? Danke. Überraschenderweise ist die erste Hürde geschafft, doch die zweite wartet schon in Form des Rezeptionisten. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, ich suche nach Mr. Maitland. Sie scheinen nicht zu wissen, dass dieser Club nur für Mitglieder ist. Mhm, aber ich muss mit Victor reden, es ist sehr wichtig. Sind Sie ganz sicher, dass Sie zu Mr. Maitland wollen? Oh ja, Victor Maitland, der grauhaarige Gentleman, leicht gebräunte Haut, Steinbock. Victor. Warum geben Sie nicht einfach mir die Nachricht und ich werde sie ihm bringen? Okay, ich schätze, ich kann das machen. Sagen Sie Victor, dass Ramon, der Mann, den er vor etwa einer Woche kennengelernt hat, da ist. Und sagen Sie ihm, dass Ramon ist also heute in die Klinik gegangen und es wurde herausgefunden, dass er, also ich habe Herpes Simplex 10. Und ich glaube, Victor sollte selbst mal bei seinem Arzt vorsprechen, nur damit er sicher ist, dass alles okay ist, damit ihm das Ding nicht abfällt. Sie verstehen, was ich meine. Ich möchte vorschlagen, dass Sie ihm das sagen, ja? Ja, wissen Sie, ich glaube, das ist das Beste. Ja, das glaube ich auch. Hi, Victor. Bin wieder da. Der Gorilla an der Seite des allglatten Geschäftsmannes macht schon Anstalten, sich zu erheben. Keule, ich werde nicht mal einen Versuch starten. Ich würde dir raten, ganz schnell zu verschwinden, weil sonst... Schieb deine Dattel aus der Sonne, Mann. Und die Keule gesellt sich zum Salat auf dem Buffet. Ist schon okay. Der Junge ist gelenkig, Victor. Vielleicht kannst du ihm noch Schwanzwedeln beibringen und bei Fuß sitzen und sowas. Was wollen Sie? Nur mit Ihnen reden. Weißt du, was wir das letzte Mal getroffen haben, hatte ich dazu keine Chance. Ich habe Ihnen nicht das Geringste zu sagen. Cool, Baby, werde ich eben reden. Das ist eine mächtig nette Kneipe, Victor. Hallo. Echt stark, sehr gediegen. Freut mich, Sie können ja Mitglied werden, wenn Sie wollen. Hör zu, Victor. Ich weiß, dass du eine Menge Schmutz am Hacken hast. Und mir ist die Idee gekommen, dass du Mikey hast töten lassen. Und ich werde dafür die Beweise finden. Und dann wird dir dein Kragen mächtig eng werden. Tatsächlich? Jetzt hör mal gut zu, mein harter kleiner Freund. Ich weiß nicht, unter welchem Stein du hervorgekrochen bist. Oder woher du diese lächerlichen Geschichten über mich hast. Aber es scheint mir auf schmerzhafte Weise offensichtlich, dass du nicht die geringste Vorstellung davon hast, mit wem du es hier zu tun hast. Also, mein freundschaftlicher Rat an dich lautet, kriech wieder zurück unter deinen kleinen Stein in Detroit, bevor du zerquetscht wirst. Okay? Bitte würden Sie von diesem Tisch aufstehen, Sir? Ich muss jetzt gehen weg. War nett, Sie wiederzusehen. Kommen Sie. Die herbeigerufenen Cops legen Axel Freundschaftsbänder an. Leider die aus Stahl. Wir sehen uns irgendwann, Vic. Ich kann's kaum erwarten. Kenne ich euch Jungs nicht von irgendwoher? Ihr kommt mir so bekannt vor. Die beiden Uniformierten haben ja mittlerweile Routine im führenden Begleiten des Unruhestifters. Und so ist er kurz darauf wieder Gast im Beverly Hills Police Department. Detective Foley, langsam wird die Sache etwas irritierend für mich. Aus welchem Grund belästigen Sie Victor Maitland? Ich hatte einen Freund namens Michael Tendino, der hat für Victor Maitland gearbeitet. Und Maitland hat ihn umbringen lassen. Ich kann das im Augenblick nicht beweisen, aber wenn ich es kann, sind Sie der Erste, der es erfährt. Vergessen Sie, was Sie beweisen können. Erzählen Sie es mir.
Okay, hören Sie zu. Jeder weiß, dass Victor Maitland ein großes Tier im Kunsthandel ist, okay? Aber ich habe ein bisschen rumgestochert und Kunst ist nicht das Einzige, womit er handelt. Ich bin in seinem Lagerhaus gewesen und habe gesehen, wie zwei Typen eine Kiste ausgeladen haben, die mit deutschen Schuldverschreibungen gefüllt war. Nun, mein Freund Michael Tandino hatte an diesem Tag solche Schuldverschreibungen bei sich. Rein zufällig, als er in Detroit getötet wurde. Nur weil Maitland auch rein zufällig in dieselben Obligationen investiert wie Ihr Freund, heißt das noch lange nicht, dass er ein Killer ist. Der Mann ist kein Investor, er ist ein Schmuggler. Okay? Ob es Obligationen sind oder Drogen oder was immer. Die Kiste, die ich gesehen habe, ist nicht mal durch den Zoll marschiert. Maitland bezahlt irgendjemanden, damit seine Jungs die Lieferung aus dem Zoll rausschaffen können, bevor sie untersucht werden. Wenn seine Jungs die Ladung erstmal haben, nehmen sie die Schuldverschreibungen oder die Drogen aus den Kisten und schicken alles zurück, bevor der Zoll spitz gekriegt hat, was da läuft. Und das alles haben Sie gesehen? Ja, alles bis auf die Drogen. Aber ich habe überall im Lagerhaus Kaffeepulver gefunden. Kaffeepulver? Das haben Sie schon mal erwähnt. Was soll denn das bedeuten? Drogen werden manchmal abgepackt zwischen gemahlenem Kaffee. Das soll die Drogenhunde ablenken. Fantastisch, Lieutenant. Und was machen wir jetzt? Hören Sie, Detective Foley. Es tut mir leid. Ich würde Ihnen wirklich gern helfen. Wenn Sie die Drogen gefunden hätten, dann wäre das eine Sache. Aber wenn Ihr einziger Beweis aus Kaffeepulver besteht, dann haben wir nicht genug für einen Durchsuchungsbefehl. Kommen Sie, Mann, ich weiß, wie man da drum rumkommt. In Beverly Hills kommt man nicht um einen Durchsuchungsbefehl herum. Taggart? Ja, Sir? Sie werden die Sache sehr genau untersuchen. Holen Sie sich jede Hilfe, die Sie kriegen können, beim FBI und bei den Zollbehörden. Hey, Moment mal, Taggart. Hören Sie, Lieutenant, Maitland können Sie auf die Weise nicht kriegen. Wenn wir plötzlich anfangen, in seinem Lager rumzuschnüffeln, wird er schließen und seine Lieferungen von woanders bekommen. Das wäre nur Zeitverschwendung. Oh, wirklich? Ist das das, was Ihre unendliche Erfahrung Sie glauben macht? Hören Sie, ich habe meinen Job nicht bei Ihnen. Da taucht der Polizeipräsident auf. Ach, Scheiße. Ist das der Mann? Ja, Sir. Ist das der Mann, der durch Victor Maitlands Fenster gestürzt ist? Der nicht gekennzeichnetes Polizeiauto mit einer Banane außer Gefecht gesetzt hat? Ja, Sir. Der Taggart und Rosamond verleitet hat zu einer noch nicht dagewesenen Pflichtverletzung in einem Striptease-Lokal? Der Name ist Rosewood, Sir. Ja, Sir. Und ist das der Gentleman, der heute Morgen das Buffet im Harrow Club zerstört hat? Ja, Sir. Ich möchte wetten, junger Mann, dass Sie der Stolz Ihrer gesamten Abteilung in Detroit sind. Lieutenant, ich möchte Sie jetzt gerne in Ihrem Büro sprechen. Yes. Ist das der Mann, der heute Morgen das Buffet im Herrenklub zerstört hat? Nicht so laut, um Gottes Willen. Wieso? Kann der Typ durch die Wand hören? Ja, er kann. Eine gefühlte Ewigkeit später geht die Türe zu Lieutenant Bogumils Büro wieder auf. Der Präsident verschwindet. Und Bogumil selbst kommt ziemlich zerknautscht zurück. Rosewood, Sie geleiten Detective Foley zurück in sein Hotelzimmer. Er wird dort packen und dann begleiten Sie ihn bis zur Stadtgrenze. Wenn Sie dort sind, geben Sie ihm seinen Revolver zurück. Die beiden Anklagen wegen Ruhestörung gegen Sie sind fallen gelassen worden. Aber der Chief sagt, wenn Sie jemals wieder nach Beverly Hills zurückkehren, wird die Anklage wieder in Kraft gesetzt. Und Sie werden mit äußerster Schärfe nach dem Gesetz verurteilt. Sir, dürfte ich etwas sagen, bitte? Billy. Was? Ich meine, ich glaube, er hat genug, um es weiterzuführen. Wollen Sie das vielleicht dem Chief sagen? Nein, Sir. Dann schlage ich vor, dass Sie sich bewegen. Komm schon, Axel. Ungleich größere Probleme kommen jedoch auf Janet Summers zu, denn Victor Maitland und sein Bodyguard Zack stürmen ziemlich energisch also gut, in ihren Ausstellungssaal. Ich muss das morgen überprüfen und dann rufe ich zurück. Danke sehr. Hallo. Victor, hi. Setz dich. Ich hoffe doch, ich habe dich nicht gestört. Natürlich nicht, sei nicht albern. Jenny, da ist ein Gentleman in der Stadt aus Detroit, der sagt, er wäre ein Freund von Michael Tandino. Er hat mich gestern in meinem Büro besucht und er hat mir alle möglichen merkwürdigen Fragen gestellt. Entschuldige, Liebling. Ich glaube, sein Name ist Foley. Da du eine sehr gute Freundin von Michael warst, habe ich mich gefragt, ob du möglicherweise diesen Mann auch kennst. Ach, weißt du, wir sind zusammen aufgewachsen. Ach, wirklich? Hast du ihn gesehen in letzter Zeit? Ja, er war gestern hier. Ach so, was war gestern hier? Aha. Und? Er hat mir erzählt, dass Mikey getötet wurde. Ja. Ja, ich weiß. Und dann? Das war alles. Und dann ist er weggegangen und seither habe ich ihn nicht mehr gesehen.
Jenny, mein Kind, du weißt wohl nicht zufällig, in welchem Hotel Foley abgestiegen ist, oder? Ich habe da eine Information, welche ihm eventuell weiterhelfen könnte. Nein, ich habe keine Ahnung. Na dann. Gut. Gut. Nun, ich hoffe, wir haben dich nicht zu sehr gestört. Nicht doch, ich bitte dich. Wollen wir irgendwann zusammen essen gehen, ja? Das wäre zauberhaft. Mach's gut. Axel Foley wäre nicht Axel Foley, wenn er nicht sein großes Mundwerk einsetzen würde, um der Deportation zu entgehen und die Ermittlungen wieder aufnehmen zu können. Hey, Billy, hör mal, ich habe die Frachtbriefe gelesen. Sie erwarten heute eine neue Ladung. Wenn Bogomil Scheiße, Bogomil, das ist eine Chance für dich, um mich den Fall weit aufzureißen. Dir beeilen, na, was sagst du? Na, mach schon. Hör zu, Axel, ich wünschte, ich könnte, aber ich kann nicht. Wieso nicht? Weil Bogomil mich umbringen würde. Ich fahr dich nicht zu der Kunstgalerie, Axel. Billy, es dauert aber doch nur ein paar Minuten. Meine Freundin Jeannie kann uns in Maitlands Lagerhaus reinlassen. Wir können da sein, wenn die Lieferung kommt und können sie festnageln. Wie kannst du nur so sicher sein, dass Drogen drin sind oder das so? Das ist eine klare Ahnung, okay? Ahnung ist eine Technik, durch die viele Verbrechen außerhalb von Beverly Hills aufgeklärt werden. Warum hast du Bogomil nichts von der Lieferung erzählt? Weil Bogomil alles genau nach Vorschriften macht. Weißt du, was ich langsam glaube? Dass jeder Typ in dieser verdammten Stadt ein Roboter ist. Die Sache geht mich persönlich was an. Die erwarten nur von mir, dass ich die zur Stadtgrenze bringe. Und jetzt schaffe ich nicht mal mehr das, Mann. Mann. Billy, ich liebe dich. Ich habe mich eben gerade in dich verliebt. Jenny? Na, wie geht's dir? Das ist mein bester Freund Billy Rosewood. Das ist Jenny Summers. Hi. Billy ist Bulle in Beverly Hills. Guten Tag, Mann. Das ist Serge. Du, Serge. Hast du meinem Freund ein Espresso? Vielleicht damit ein Fitzelchen Zitronen von Schale? Gern, klar, wenn das keine Mühe macht. Mühe aber nicht, doch du, Märchen. Axel, Victor Maitland war hier und hat mir ein paar Fragen über dich gestellt. Also ich sagte, der hat sich ganz unheimlich benommen. Okay, hör zu, der Grund, warum ich hier bin, ist, ich muss nochmal in das Lagerhaus rein. Was hältst du davon, wenn ich mitgehe? Jenny, komm schon, du arbeitest hier mit Serge in einer Kunstgalerie, du bist kein Bulle. Hör zu, Axel, wenn das irgendwas mit Mikeys Tod zu tun hat, dann will ich auch tun, was ich dazu tun kann. Ich habe nicht die Zeit, hier mit dir rumzustehen und mich zu streiten, Jenny. Augenblick. Ich hole nur meine Schlüssel, dann können wir uns unterwegs weiter streiten. Okay, du bleibst hier sitzen und beobachtest die Dinge, die passieren und mach gar nichts, bis ich komme und dich hole. Ich verstehe nicht, wieso ich da nicht mit rein soll. Du kannst da nicht reingehen, weil du ein Bulle in dieser Stadt bist. Wenn du da nicht mit einem guten Grund reingehst, nennen sie das illegale Durchsuchung, das weißt du. Das hast du auf der Bullenschule gelernt. Freu dich nicht vom Fleck, okay? Wenn ich Beweise finde, komme ich raus und hol dich. Aber du kannst nicht einfach... Jetzt halt den Schnabel und sei ganz locker, okay? Wenn was losgeht, dann komme ich und hol dich, okay? Ich verspreche es dir, okay? Danke. Würdest du so freundlich sein, mir jetzt den Schlüssel zu geben, damit ich da reinmarschieren kann, und zwar allein? Keine Chance. Mist. Komm schon. Die beiden schleichen sich also erneut durch Maitlands Besitz, während Billy Rosewood angespannt im Wagen wartet. Tja, sieht so aus, als wären sie schon da gewesen. Wonach genau suchst du eigentlich? Danach. Das ist eine Kiste aus Übersee, die ist auf keinen Fall durch den Zoll marschiert. Auf jeden Fall kein Zucker. Los, Hall Rosewood. Willkommen bei der Party. Die Party scheint aber gar nicht so lustig, haben die Gäste doch ihr Feuerwerkszeug von Heckler und Koch mitgebracht. Immer noch im Wagen vor der Hintertüre wartend, erblickt Billy weitere Gäste der ungewollten Feier. Victor Maitland selbst und sein unvermeidlicher Gorilla betreten die Halle. Sieht aus, als hätten wir Gäste.
Wie reizend. Ich liebe Überraschungen. Der Mann tritt vor die geöffnete Kiste mit dem Rauschgift. Janet. Ich kann dir gar nicht sagen, wie enttäuscht ich darüber bin, dich hier zu sehen. Victor, hör zu. Halt den Mund! Ich will kein Wort mehr hören. Bring sie zum Wagen und warte dort auf mich, okay? Was hast du mit ihm vor? Ich glaube, du solltest dir mehr Sorgen darum machen, was wir mit dir vorhaben. Hey, Jenny, mach dir keine Sorgen um mich. Wir haben Kokain und Kaffee hier. Wir flippen einfach aus und machen eine Riesenparty. Danke, dass ich vorbeikommen durfte, Vic. Mächtig freundlich. Hast du was gesagt? Als nächstes beobachtet Billy draußen, dass für Jenny die Party beendet ist. Wenn dem Mädchen was passiert. Ich bin ganz ohr. Dann lege ich dich um. Tust du das? Das wäre ja ein toller Trick. Wie sieht's aus, Keule? Immer noch Mayonnaise in der Fresse? Oh ja, könnte sein. Nein, leider. Ich hätte dich doch in Detroit erledigen sollen. Kurz bevor ich deinen Freund weggepustet habe. Auf Wiedersehen, Mr. Furling. Angenehmen Tag noch. Ich werde mich bemühen. Jetzt wächst Billys Auswahl schon auf 3 Ziele, denn gerade sieht er Maitland, Keule und noch einen der dunklen Seite in den schwarzen Bam steigen. Schließlich entscheidet er sich für Ziel Nummer 1, Axel Foley. Keine Sekunde zu spät, wie es scheint. Was macht die Beule an deinem Kopf, die ich dir in Detroit verpasst habe? Hm? Ist doch gut verheilt, wie ich hoffe. Keine Bewegung! Zusammen mit dem befreiten Foley kann er sich jetzt um Ziel Nummer 2 kümmern. Und die beiden haben auch schon eine Ahnung, wo die Gangster Jenny hinverschleppt haben. Sagen Sie Taggart, er soll das Lagerhaus unter dieser Adresse kontrollieren und entsprechend dem, was er vorfindet, handeln. Ich komme später mit Erklärungen. Alles klar, Sergeant Taggart ist jetzt hier. Er will Sie sprechen. Scheiße! Billy, was zum Teufel ist los? Tut mir leid, Sarge, kann jetzt nicht darüber reden. Was heißt, du kannst jetzt nicht darüber reden? Untersuchen Sie bitte sofort das Lagerhaus und sagen Sie Bogomil nichts davon. Bedauere, Sir, es kommt nichts mehr von ihm durch. Scheiße. Was ist los? Es ist Billy, er macht wieder irgendwelchen Blödsinn, aber was los ist, weiß ich nicht. Kam der Ruf vielleicht vom Hotel? Nein, Sir. Im Moment ist sein Wagen nordwärts auf der Palm Canyon Road. Hey, da waren wir heute Morgen. Was? Ja, Fowley war da oben und hat sich Maitlands Haus angesehen. Geben Sie mir die Adresse von dem Lagerhaus. Ja, Sir. Hier. Ihr beiden kontrolliert das Lagerhaus. Und kontaktet mich und lasst mich wissen, was zum Henker da los ist. Ist das klar? Und kein Wort zu einem anderen außer mir. Okay. Minuten später trifft Taggart auch schon bei Axel und Billy an der Villa ein. Stehen bleiben, Foley, du bist verhaftet. Billy, was zum Teufel machen Sie hier? Ich habe meinen Revolver geklaut und ihn gezwungen, mich hierher zu bringen. Nein, hat er nicht. Sarge, hören Sie, alles, was er über Maitland gesagt hat, war richtig. Der Kerl hat jetzt eine Frau gekidnappt und sie in sein Haus geschleppt. Dann sollten wir da reingehen und sie rausholen. Was zum Henker glauben Sie eigentlich, was ich hier zu tun versuche? Du machst hier gar nichts. Wir klären die Sache. In 20 Minuten haben wir einen Durchsuchungsbefehl. In 20 Minuten ist sie tot. Hör auf, an dem Schloss rumzufummeln. Du kommst mit uns. Hör mal, Mann, ich werde die Tür aufmachen und reingehen. Und wenn du mich aufhalten willst, erschieß mich. Mich auch. Billy! Also wirklich, Sie können tun, was Sie wollen, aber ich gehe da mit Axel rein. Verdammt nochmal, Billy, wir werden unheimliche Schwierigkeiten bekommen. Wenn du Schwein hast, wirst du nur gefeuert.
Jetzt hab ich's. Letzte Warnung, Foley. Billy! Tut mir leid, Sarge. Ich muss das tun. Scheiße. Einen Moment, bitte. Der Detective greift in den Kofferraum des Wagens und holt sich eine Schrotflinte. Doch das Eindringen der Polizisten wird bereits von den Sicherheitsleuten auf deren Monitoren erfasst. Was ist das? Scheint am Osttor zu sein. Gib uns das mal größer. Wer zum Teufel ist das? Hol lieber Maitland hier rauf. Lieutenant Bogumil wundert sich unterdessen über den Schwund an Beamten auf dem Revier. Wo stecken die alle? Hören Sie, ist Rausmann schon zurück? Nein, Sir. Haben Sie Deckard gesehen? Ist vor ungefähr 10 Minuten weggefahren, Sir. Dafür hat Maitland einen Zuwachs an Personen in seinem eigenen Revier. Foley ist auf dem Grundstück. Woher zum Teufel soll ich das wissen? Du wirst sofort ein paar Jungs da rausschicken, klar? Nehmt eure Augen ja nicht von diesem Bildschirm. Versuchen Sie rauszukriegen, wo Taggart und Rosewood sich aufhalten. Sie müssen Ihren Wagen verlassen. Das kann ich auch sehen. Versuchen Sie es weiter. Delta 13, melden bitte. Wo steckt die 20? 609 Palm Canyon Road. Wer wohnt unter dieser Adresse? Ein Victor Maitland, Sir. Und auf dessen Grundstück wird gerade die Luft ziemlich bleihaltig. Ihr Jungs geht vorne rum, ich nehme die Rückseite. Sir, es sind Schüsse gemeldet worden vom besagten Gelände 609 Palm Canyon Road. Geben Sie sofort eine Meldung raus. Beamte brauchen Hilfe. 3 Beamte in Not. 3? Tun Sie, was ich sage. Ich möchte, dass alle nördlichen Einheiten dorthin fahren. Die südlichen bleiben in ihrem Bezirk. Los, weg. Alle Einheiten 609 Palm Canyon Road. Polizei! Sie sind alle verhaftet! Angesichts der Unterzahl an Beamten war die Antwort doch ziemlich eindeutig. Du solltest das nie wieder tun, sonst erschieße ich dich. Doch das ändert sich gerade ziemlich schnell mit dem Eintreffen von einem Streifenwagen nach dem anderen. Hast du Lust auf ein paar Jahre Knast? Verdammt, nein! Im Garten scheinen also die Fronten geklärt. Scheiße. In der Villa sieht das aber noch ganz anders aus. Axel hat es zwar bereits geschafft, Keule zu erschießen, aber Maitland hat ihm eine Kugel in den Arm verpasst. Axel! Außerdem hat dieser immer noch die arme Jenny in seiner Gewalt. Schön vorsichtig, mein Junge, du triffst vielleicht mich. Plötzlich taucht Bogumil als Rückendeckung für Foley auf. Keine Bewegung! Draußen im Garten startet Billy seinen zweiten Versuch. Polizei! Ihr seid alle verhaftet! Lasst eure Waffen fallen! Los, vorwärts! Tretet 2 Schritte zurück! Mit den Händen hinterm Kopf! Hervorragend! Das ist riesig! Ein Moment, bitte, Sekunde. Ja, was ist? Taggart erklärt gerade dem Lieutenant die Ereignisse, als Chief Hubbard auftaucht. Was zum Teufel geht hier vor? Ach du Scheiße. Was macht dieser Mann hier? Bluten, Sir. Rosewood. Wieso trägt er keine Handschellen? Wissen Sie, er ist irgendwie nicht direkt verhaftet, Sir. Dann sollten Sie ihn jetzt verhaften oder erwarten Sie, dass ich das tue? Wollen Sie nicht zuerst mal meinen Bericht hören, Sir? Sie haben einen Bericht, der mir das alles erklären kann? Ja, Sir.
Nun, ich würde mich sehr freuen, ihn zu hören. Gut, Sir. Mrs. Janet Summers, die Managerin von Mr. Maitlands Kunstgalerie, hat zufällig riesige Mengen einer Substanz entdeckt, von der sie den Verdacht hatte, dass es Kokain ist, im Lagerhaus der Kunstgalerie. Diese Entdeckung hat sie sofort an Detective Axel Foley von der Detroit Police weitergeleitet. Detective Foley war zu diesem Zeitpunkt in Kooperation, also in einer gemeinsamen Beverly Hills-Detroit-Untersuchung in Sachen Drogenhandel, wenn Sie verstehen. Die Beamten Foley und Rosewood haben auf Miss Summers Meldung reagiert, sind zum Lagerhaus gefahren, wo Rosewood tatsächlich eine Menge von schätzungsweise 80 Kilo Kokain fand. Rosewood hat unverzüglich Unterstützung angefordert und ich habe unsere Beamten an diesen Ort geschickt. Sergeant Taggart hier war der Erste, der auf der Szene eintraf. Und da der begründete Verdacht bestand, dass ein Verbrechen im Gange war, schloss Sergeant Taggart sich Rosewood an, während Detective Foley lediglich als sozusagen Beobachter anwesend war. Wir begannen dann, das Gelände zu betreten. Und im Verlaufe unserer Selbstverteidigung wurden diverse Verdächtige erschossen, einschließlich Mr. Maitland. Und Sie erwarten von mir, dass ich diesen Bericht glaube? Jedenfalls kommt er so zu den Akten. Sergeant Taggart, warum sagen Sie mir nicht, was passiert ist? Es ist genauso passiert, wie der Lieutenant gesagt hat. Nun ja. Dann kann ich ja wohl nur noch gratulieren, Lieutenant. Danke, Sir. Und ich wünsche, diesen Bericht morgen früh vorzufinden. Ja, Sir. Gleich als Erstes. Sie haben ja gelogen wie ein Tier, Lieutenant. Fahren Sie lieber ins Krankenhaus und lassen Sie sich Ihren Arm untersuchen. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir nicht vielleicht einen Gefallen tun können, Sir. Ich schätze, Sie haben schon alle Gefallen aufgebracht. Ja, das verstehe ich. Es war nur, weil ich irgendwie gehofft hatte, also dass Sie meinen Inspektor Todd, also meinen Boss zu Hause, anrufen und die Sache für mich irgendwie bereinigen können. Na, macht nichts, bin ich eben arbeitslos. Aber das ist cool. Ich denke, ich bleibe in Beverly Hills. Gefällt mir wirklich hier. Wissen Sie, was ich tun werde? Ich werde meine eigene Privatdetektei aufmachen. Wie finden Sie das? Ich werde als Erstes gleich morgen früh mit Inspektor Todd reden. Machen Sie das wirklich? Ja, darauf können Sie sich verlassen. Ich danke Ihnen vielmals. Gern geschehen. Na, wie geht's denn? Ich bin Axel Foley, checke aus. Suite 1035. Einen Moment, Sir. Ich hole Ihre Rechnung. Hey, Jungs, ihr braucht ja nicht alle zu meinem Abschied herzukommen. Aber irgendwie rührt mich die Geste sehr. Danke sehr. Bogomil hat angeordnet, dass wir uns vergewissern, dass du die Stadt verlässt. Weißt du, das macht mir wirklich nichts mehr aus, Billy. Weißt du, wichtig ist, dass ihr hergekommen seid. Ich bin wirklich unheimlich gerührt. Ja, ehrlich. Ich habe einen Kloß im Hals. Du siehst auch irgendwie ganz schwiemelig aus, Taggart. Da, bitte, Sir. Oh, danke sehr. Sekunde bitte. Die Polizei von Beverly Hills übernimmt die Rechnung. Oh, nö, Jungs. Das ist der letzte Tropfen. Jetzt läuft das Fass über. Ihr Jungs seid ja zu nett. Sir, verkaufen Sie diese Beverly Palm Morgenmäntel hier unten? Ja, Sir, das tun wir. $95 pro Mantel. Geld spielt überhaupt keine Rolle. Setzen Sie es mit auf meine Rechnung. Aber ich brauche zwei davon. Aber keine angeschmuddelten. Billy, du hast mir das Leben gerettet, okay? Ich werde mich niemals dafür bedanken können. Aber als Zeichen meiner Dankbarkeit bekommt ihr diesen wunderbaren Beverly Palm Morgenmantel. Und jedes Mal, wenn du aus der Dusche kommst und so richtig nass bist, möchte ich, dass du für den Rest deines Lebens an unsere Freundschaft denkst. Ich möchte, dass du immer an Axel Foley denkst. Ich hab dich sehr gern, Billy. Danke sehr, Axel. Okay, ich nehme das Zeug hier. Du musst deinen Arm schonen. Billy, übernimm das mit der Rechnung, ja? Hey, Taggart! Hier bitte sehr, Sir. Der hier ist für dich. Nein, ist schon gut. Den behältst du als Souvenir. Junge, ich habe doch drei davon in meinem Beutel. Schöne Kiste Champagner. Danke, Sir. Keine Ursache. Willst du denn nicht auf Wiedersehen sagen? Wieso, Jungs? Ihr verfolgt mich doch sowieso bis zur Stadtgrenze, oder nicht? Doch, das tun wir. Hab ich genau gewusst. Ich werde aber irgendwo noch mal anhalten und was trinken. Ja, haben wir uns gedacht, dass du das tun würdest. Was haltet ihr denn von einem Bierchen? Ich glaube nicht, Axel. Wir sind im Dienst, weißt du? Weißt du, ich glaube, ein Bier wird uns nicht umbringen, Billy. Ja, genau. Hör auf den alten Taggart, Rosewood. Nimm's ein bisschen leichter, okay? Ich meine, ein Drink wird euch echt nicht umbringen. Hey, hört mal, Jungs.
Falls ihr nicht hinterherkommt, habt keine Hemmung, auf die Hupe zu drücken, okay? Wohin fahren wir überhaupt, Axel? Darüber würde ich mir mal keine Gedanken machen. Fahrt einfach hinterher. Ich kenne da einen fabelhaften Laden. Ihr Jungs werdet ihn lieben. Vertraut mir.